Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben jetzt, Kollege Koplin, das erste Mal in der Kurzintervention tatsächlich zum Thema, zu dem von Ihnen angemeldeten Thema konkret gesprochen. In Ihrer Einbringung zur Aktuellen Stunde haben Sie nach unserer Wahrnehmung hier Ihr linkspopulistisches Repertoire abgespult in einer Art und Weise, die wir eigentlich nur aufs Schärfste zurückweisen müssen. Es hätte nur noch gefehlt, also ich kann ja mal einfach nur die Begrifflichkeiten, die ich da jetzt mitgeschrieben habe, da war dann von Partys feiernden Konzernen die Rede, natürlich die Rüstungsindustrie mit reingebracht. Es fehlte nur noch, dass Sie wirklich hier von Bonzen gesprochen hätten. Das hat nur noch gefehlt, meine Damen und Herren. Dann wäre Ihre Parteitagsrede hier vollendet gewesen. Aber Sie haben natürlich viele Dinge einfach ausgespart. Sie haben ausgespart, dass die Landesregierung sich ja bereits dieser Initiative der Stadt Bremen angeschlossen hat, was das Thema Übergewinnsteuer anbelangt. Und ich will eines vorweg sagen, natürlich ist es nicht zu akzeptieren, wenn einige Unternehmen, und in diesem Fall ist der Anlass ja sozusagen die Situation an den Tankstellen, die möglichen Übergewinne der Mineralölkonzerne. Und natürlich ist das nicht korrekt, dass diese Krisensituation so schamlos ausgenutzt wird, wenn sie denn so tatsächlich ausgenutzt wird. Und wir haben ein Instrument in Deutschland, das sich diesem Thema widmet, und das ist das Thema Kartellrecht. Und hier hat Minister Habeck an der Stelle zu Recht, wie ich finde, angekündigt, über eine Verschärfung nachzudenken. Und dieses Kartellrecht ist das Instrument, wenn es darum geht, Preisabsprachen und wirtschaftliche Kartelle zu bekämpfen. Sie suggerieren, und das konnten wir heute Morgen ja auch schon dem NDR-Bericht nachvollziehen, Sie suggerieren, dass die Übergewinnsteuer automatisch dazu führen würden, dass die Bürgerinnen und Bürger entlastet werden. Da gibt es doch keinen Automatismus. Aber auch das, da waren Sie sich nicht zu schade, solch einen billigen populistischen Ansatz hier einfach vorzutragen, Herr Koplin. Wie Sie das machen wollen, haben Sie uns übrigens nicht erzählt. Sie haben uns das verschwiegen. Mich würde schon natürlich auch die Haltung der Bundes-SPD interessieren. Mecklenburg-Vorpommern hat sich ja tatsächlich durch die Beistehung oder dadurch, dass man sich der Initiative Bremens angeschlossen hat, hier ein klares Bekenntnis zur Übergewinnsteuer abgegeben. Aber wenn wir uns die Situation in der Bundes-SPD angucken, dann sehe ich doch da eine gewisse Widersprüchlichkeit. Der Bundesparteivorsitzende hat das zwar befürwortet, aber wenn wir uns die Aussagen von Minister Heil anschauen, dann hat er ja wohl sehr wohl einige Bedenken, die hier auch schon genannt wurden, angesprochen. Und das sind steuer- und verfassungsrechtliche Probleme, die hier schon Bestandteil der Debatte waren. Und ich gehe davon aus, dass mein Kollege Domke, der ja dann vom Fach ist, hier an der Stelle noch einige Ausführungen machen wird, um das eben an der Stelle auch gerade zu rücken. Und im Kern müssen wir eben festhalten, und das hat Minister Heil auch sehr deutlich gesagt, dass das auch zu Ungleichbehandlung zwischen den Branchen führt. Es könnte im Zweifel sogar Ungleichbehandlung zwischen den Unternehmen einer Branche führen. All das ist sicherlich nicht zukunftsfähig. Und zudem würde, ein weiteres Problem, Herr Koplin, würde zukünftig staatlich festgelegt werden, was gute und was schlechte wirtschaftliche Aktivitäten sind. Ich glaube, das kann nicht im Interesse von Politik sein, zumindest ist es nicht im Interesse unserer Politik, meine Damen und Herren. Und dann, meine Damen und Herren, lieber Herr Koplin, will ich mich auch noch mal dem Thema zuwenden. Sie haben ja internationale Vergleiche angestrebt, eben haben Sie nach dem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes Italien angeführt. In Ihrer Rede haben Sie aber auch über Großbritannien gesprochen. Da haben Sie aber leider einiges vergessen. Sie haben natürlich
Ja, aber es geht hier tatsächlich um ernstes Thema. Ich gehe mal davon aus, dass die Koalition das auch als ernstes Thema begreift und tatsächlich jetzt nicht hier an der Stelle über Fußball sprechen möchte. Ich finde es nur in der Sache richtig, wenn internationale Vergleiche angestellt werden, dann muss man das auch zu Ende denken und zu Ende berichten. Sie haben von Großbritannien gesprochen und ja, da gibt es so ein Instrument. Sie haben aber verschwiegen, dass gerade Mineralölkonzerne gar keine kaum Grundsteuern bezahlen. Und sie haben verschwiegen, dass beispielsweise zur Förderung von neuen Öl- und Gasfeldern der Staat 91%, bis zu 91% Subventionen gewährt. Und das ist jetzt in Ihrem Interesse. Also, lieber Herr Koplin, deswegen, ich bin ja bei Ihnen, wenn Sie hier ein Thema, ein Instrument anführen wollen, um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, da haben Sie uns immer im Boot. Aber das, was Sie hier darstellen, das ist eben keine korrekte Maßnahme. Ihnen geht es hier tatsächlich einfach darum, die bösen Unternehmen hier irgendwie. Und ich weiß, das geht Ihnen ja wie Öl runter. Endlich hat die Linke wieder ein Thema, dass Sie mal wieder richtig auf die Unternehmen draufkloppen können, weil die Mineralölkonzerne hier Übergewinne abschöpfen. Ich weiß, dass Ihnen das politisch natürlich passt, aber es wird eben nicht reichen und es ist eben kein Instrument, um entsprechend die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Darüber hätten wir gerne reden können und ich wäre dafür gewesen, wenn Sie die hohe Inflation zum Thema gemacht hätten oder die hohen Energiepreise, wie wir ein vernünftiges Energiemanagement hinlegen, dass wir vielleicht tatsächlich auch darüber reden, selbst Frau Schwesig hat es angesprochen, über die Verlängerung von Atomkraftwerken oder auch darüber reden, wie wir die Inflation bekämpfen oder wie wir die Bürgerinnen und Bürger hier in unserem Land tatsächlich entlasten, beispielsweise mit einer Pendlerpauschale von 40 Cent. Das sind doch die Dinge, die tatsächlich wirksam sind, aber doch nicht eine Übergewinnsteuer. Und Sie hätten natürlich auch das Thema BayernTech zumindest nennen können. Frau Schwesig hat zwar gesagt, das seien unterschiedliche Sachverhalte. Ich unterstelle, dass das Steuerrecht in der Situation beim Thema Übergewinn nicht so differenzieren kann, dass wir die politisch uns wohlgesonnenen, verschonen und diejenigen, die der Linken einfach mal nicht passen, dass wir die besonders bestrafen. Das gibt das deutsche Steuerrecht nicht her, Herr Koplin. Wenn Sie was anderes erzählen, ist das schlichtweg nicht wahr. Ich will außerhalb der internationalen Dimension, die Sie ja aufgemacht haben, natürlich deutlich sagen, dass das Thema Übergewinn hier eine oder Übergewinnsteuer natürlich einen gewissen Charme für Sie hat. Aber Sie haben viele Aspekte einfach auch ausgelassen. Sie haben nicht darüber gesprochen, über das Gutachten, was Sie ja selbst zitiert haben, dass darin eindeutig steht, dass es steuer- und verfassungsrechtliche Hemmnisse gibt, dass es eben nicht einfach umzusetzen ist, wie Sie es hier dargestellt haben. Es gibt einige Methoden, die angesprochen wurden mit Blick auf, daher haben Sie ja auch Ihre internationalen Vergleiche, aber es gibt eben, das haben Sie komplett ausgespart, es gibt eben keinen wirklich steuerrechtlich sauberen Ansatz, das in Deutschland umzusetzen. Meine Damen und Herren, ich hätte mir tatsächlich wirklich gewünscht, dass wir anstatt der Debatte, die sehr wohl zur Befriedung ihrer schwindenden Parteibasis dient, dass wir tatsächlich darüber gesprochen hätten, was den allermeisten in Mecklenburg-Vorpommern hilft. Wir haben hier beim Thema Entlastung Ihnen schon im Dezember Vorschläge unterbreitet. Nach und nach ist die Landesregierung dann dazu gekommen, diese Punkte auch zu übernehmen. Aber Sie, ja, das ist so, nachweislich so, Herr Dahlemann. Ich kann Ihnen das alles, kann unseren Antrag aus dem Dezember Ihnen nachher gleich nochmal geben und dann kann ich Ihnen auch danach die Position des Minister Meyers vorlegen, der sich sukzessive diesem Antrag angenähert hat. Und das haben wir vor dem Hintergrund gemacht, dass wir hier tatsächlich über Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger in der Krisensituation reden wollen. Aber Sie reden tatsächlich über die Bestrafung von Unternehmen. Und Frau Schwesig, wenn Sie mir das gestatten, liebe Frau Ministerpräsidentin, Sie haben hier in den letzten 20 Sekunden Ihrer Rede tatsächlich zum Thema gesprochen. Und ich weiß nicht, ob das koalitionsinterne Ziel war, dass Frau Schwesig hier noch eine neue Regierungserklärung halten durfte, aber das finde ich schon schade, wenn das Thema Übergewinnsteuer hier auf die Tagesordnung gesetzt wird, dass dann sozusagen die große allgemeine weltpolitische Lage erörtert wird. Ja, die können wir auch erörtern, aber ich finde, es ist einfach nicht redlich,
hier dieses Thema, dieses konkrete Thema Übergewinnsteuer dafür auszunutzen, seine anderen politischen Botschaften hier zu senden. Das, finde ich, ist für eine sachliche Debatte hier im Landtag einfach nicht angemessen. Die Kritik müssen Sie sich einfach mal anhören, auch wenn Sie so tun, als wenn Sie mir nicht zuhören würden. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir können dieser Idee nichts abgewinnen, weil sie ungerecht ist und weil sie auch steuer- und verfassungsrechtlich nicht umsetzbar ist. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Peters. Das Wort hat jetzt für die